Und Streckenfliegen interessiert mich wahnsinnig, weil man einfach sich wie beim Klettern in mega schöner Landschaft begegnet. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo über 2-3 Tage irgendwo hinfliegen kann, autonom dann irgendwo klettern gehen und wieder zurückfliegen, das ist jetzt, besser geht's nicht. Potzglitz, der Lugleits Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Fabian Buhl und Lucian Haas am Mikrofon. Der Allgäuer Fabian Buhl hat in der reinen Gleitschirmfliegerszene noch keinen großen Namen. Doch unter Bergsteigern schlägt Fabian trotz seines noch jungen Alters von 29 Jahren schon große Hochachtung entgegen. Denn er gilt als einer der talentiertesten Boulderer, Kletterer und Bergsteiger. Er hat schon etliche der weltweit schwierigsten Kletterrouten über mehrere Seillängen im Alleingang durchstiegen. Routen, die sich sonst kaum jemand zutraut. Im Februar 2020 war Fabian auf Expedition in Patagonien, wo er unter anderem in einer mehrköpfigen Seilschaft den Cerro Torre erklomm. Der Torre ist eine legendäre Felsnadel im windumtosten Süden Argentiniens. Knapp unterhalb des eisigen Gipfels gibt es ein kleines Felsplateau, groß genug, um dort einen Gleitschirm auszulegen. Und das tat Fabian auch. Nach einem Biwak am Gipfel schwang er sich zur windschwachen Morgenstunde in die Luft und nutzte seinen Bergschirm für einen rund 15-minütigen Abgleiter. Der Abstieg hätte ihm mit Abseilen und Sichern am Fels ansonsten knapp einen Tag gekostet. Allein in dieser zeitlichen Relation wird schon deutlich, warum der Gleitschirm als Abstiegshilfe von Bergsteigern mehr und mehr entdeckt oder wiederentdeckt wird. Auch Fabian ist von der Fliegerei richtig angefixt und plant in Zukunft noch weitere Expeditionen, bei denen er Klettern und Fliegen miteinander kombinieren will. Von all dem erzählt er in dieser Folge von Potzglitz. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Der Podcast, wie auch mein Blog Lugleits, sind professionelle Angebote, nur eben frei verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie grundsätzlich verschenke. Wenn dir also gefällt, was ich hier biete, dann freue ich mich über deine Unterstützung meiner Arbeit. Als Förderer kannst du deinen finanziellen Beitrag frei wählen. Unentschlossenen empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleits. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisungen möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Fabian, du hast im Klettern eine ungeheure Karriere hingelegt. Seit einer gewissen Weile fliegst du jetzt aber auch Gleitschirm. Wie bist du darauf gekommen? Ja, also ich habe Kletterprojekte, natürlich, die sind bei mir, ging das vom Bouldern los, dann zum Sportklettern und dann über Alpines. Und irgendwann, wenn man im Allgäu aufwächst, sieht man immer Gleitschirmflieger. Und irgendwann habe ich mir halt so gedacht, ja, irgendwie, da muss es schon auch irgendein Potenzial dafür geben, dass man das sinnvoll einsetzen kann. Und dann bin ich mal recht schnell auf den Manu Nübel gekommen, weil der eben auch bei Adidas im Team war und weil wir uns auch so vom Allgäu ein bisschen kannten. Und mit dem habe ich dann halt ein bisschen gesprochen. Und ja, dann ist diese Idee wieder, weil die Idee, wo ich damals mit der Idee, die ihn auf ihn zukommen bin, die war komplett planlos natürlich. Der hatte mir gleich gesagt, dass es sicher nicht geht, weil im Winter gibt's halt keine Thermik oder im Winter kann man da jetzt nicht so reinfliegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich das ein bisschen wieder aus dem Augen verloren und dann bin ich aber aus Pakistan zurückgekommen und war klar, ich fahre noch in die USA und dann wollte ich unbedingt halt Gleitschirm fliegen. Und ja, dann... Von welcher Zeit sprechen wir? Das war 2018, das war im Herbst 2018, genau. Ja, und dann ging das recht schnell, weil mein Flug war eigentlich in 2 Tagen. Dann habe ich noch kurz den Schirm organisiert, ein paar Stunden genommen und dann bin ich nach Idaho zum Fliegen. Verstehe ich das richtig? Du bist in die USA gegangen zum Klettern und zum Fliegen, aber du hast noch gar keinen wirklichen Gleitschirmkurs eigentlich gemacht. Nee, also meine Freunde haben mir das, also nicht der Manu, sondern halt der Freunde von mir haben mir das beigebracht an so einem Übungshang. Und ja, dann haben wir an dem gleichen Tag noch einen kleinen Flug gemacht und
dann sind wir halt, bin ich in die USA gegangen, genau. Und da war eigentlich auch ganz gut, ein ganz gutes Gebiet. Und dort war ich dann mit einem Freund, habe ich mir getroffen aus Südafrika, der schon lange fliegt. Und mit dem habe ich halt dann recht viel so Basics gelernt und ja, da in Idaho eigentlich so meine ersten größeren Flüge gemacht. Kürzlich hast du ja in der Kletter, aber vor allem dann auch in der Gleitschirmszene ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da bist du in Patagonien auf den Cerro Torre gestiegen und von dort oben dann sogar heruntergeflogen. Wie kamst du auf diese Idee? Ja, also ich war im, ich habe den Schirm natürlich mitgenommen, weil ich seit ich jetzt dann fliege, eigentlich auch in den Alpen halt immer irgendwo hochlaufe, weil es ja eher gutes Konditionstraining auch von Alpinismus ist. Und dann, wenn man runterfliegen kann, ist es halt umso cooler und vor allem ist ziemlich zeiteffektiv, dann kann man meistens zweites Mal hochlaufen. Und ich habe den Schirm dann nach Patagonien mitgenommen, auch wenn ich gewusst habe, boah, das ist so windig, es sind da so gute Piloten schon gewesen, dass ich jetzt da was mache, wo ich den Schirm jetzt wirklich einsetzen kann, das glaube ich jetzt mal nicht, aber ich habe halt noch Platz in meinem Gepäck gehabt. Dann bin ich runtergeflogen und ich habe mich eigentlich getroffen mit dem Colin Haley, das ist ein Amerikaner, der in Chamonix wohnt, mit dem einfach recht viel neue Routen probieren oder wir haben speziell eine Linie im Kopf gehabt, das war die Torre Südwand. Das Wetter im Januar war aber extremst schlecht und es war dann klar eigentlich, dass er im Februar mit jemand anders klettert und ich bin aber noch 10 Tage länger geblieben, weil ich eigentlich erst was solo klettern wollte. Dann hat sich das aber nicht so wirklich ergeben. Dann war das Wetterfenster doch, das gekommen ist. Kurz vor meinem Abflug war noch ein bisschen größer und ein bisschen besser als das, was ich eigentlich gedacht habe. Und eben dann hat sich rauskristallisiert, dass wahrscheinlich Rangni geht. Rangni ist eine bestimmte Kletterroute, die du dort machen kannst. Rangni ist diese Route, genau. Das ist so die Klassiker, die Kingline vom Cerro Torre, weil es einfach dieses komplette Eis Rime, also Rime ist diese spezielle Schneeform, da diese Kante hochzieht. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und das ist natürlich in jedem Klettertraum, auch wenn die Route jetzt nicht extrem schwer ist, die wollte ich unbedingt mal klettern. Und ja, wir waren dann in dem Jahr das erste Team. Und die Route muss man pro Jahr wieder erst begehen, weil man muss diese Rime-Tunnels, also diese Tunnels durch diesen Schnee wieder reingraben, das Eis erstmal aus diesem Rime, also den Rime wegschlagen, dass man überhaupt auf das Eis kommt. Und das ist recht zeitaufwendig. Und ich habe halt gesagt, aber wenn wir an Rangni gehen, dann möchte ich die nicht nach 100 Leuten klettert haben in der perfekten Saison. Sondern wenn ich an Rangni gehe, dann will ich sie auf jeden Fall halt in so jungfräulichen Bedingungen haben. Und da sind dann, haben wir dann ein Team zusammengestellt aus so 3 Franzosen, die wir dort kennengelernt haben und eben dann noch Raffaella Haug und Laura Tiefenthaler, also 2 österreichische bzw. deutsche Mädels, die da mitkommen sind, genau. Sonst bist du ja häufig auch solo am Berg unterwegs. Nun hast du ja gesagt, am Cerro Torre war dein ganzes Team, was da aufgestiegen ist. Gefällt dir das, in der Gruppe aufzusteigen? Für mich hat Solo-Klettern schon einen extremen Reiz, nur ich habe es mir sogar kurzzeitig überlegt, Solo an der Rangni, aber wenn die Tour nicht erst begangen ist, die ist bisher nur Solo geklettert worden in absoluten perfekten Verhältnissen und in diesen jungfräulichen Verhältnissen, da kann man die Route nicht wirklich absichern, weil das ist einfach verfestigter Schnee. Da hält kein Eisgerät, da muss man so Wings, also so an den Eisgeräten sind wie so Flügel anmontiert, die dann in den Schnee gehen, dass es nicht durchrutscht und das ist schon recht speziell und da war es mir als Team deutlich, deutlich wohler und ich wollte dann aber auch ein recht großes Team, auch wenn wir halt nur in 2-3er-Teams geklettert sind, aber dass wenn ein Team, zum Beispiel 2 Leute jetzt krank werden oder sich nicht gut fühlen, dass die abseilen können und halt die anderen trotzdem noch hochklettern können. Weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel 2 abseilen und der dritte muss dann auch runter, weil die 2 abseilen, dann gibt es halt nur noch einen Satz Seile für die anderen, oder? Mhm. Wir sind dann recht unabhängig voneinander geklettert, was auch super war, weil man dann einfach schneller ist. Aber man hat halt trotzdem, in meinem Kopf habe ich halt trotzdem so dieses Backup gehabt, falls irgendwas kommt, dann kann ein Teil der Personen trotzdem noch höher gehen und der andere Teil kann dann abseilen, oder? Ja. Und auch, weil ich einen Schirm mitgenommen habe,
in meinem Rucksack habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall, wenn ich runterfliege, dass halt definitiv genügend Seile oben sind insgesamt, dass auch meine Partner oder die anderen also gut runterkommen zu jeder Zeitpunkt, weil ich wollte da kein Risiko eingehen oder so. Und darum war es mir für die Aktion deutlich lieber mit Leuten, ja. Nun warst du ja der Einzige, der wirklich fliegend abgestiegen ist. Waren die anderen da auch ein bisschen neidisch? Ja, klar waren die neidisch, aber ich glaube, außer der Raffaella fliegt niemand. Mhm. Genau, also von den Leuten. Wie lange hat dein Flug gedauert? Also ich bin, glaube ich, 10 oder 15, 10, 12 Minuten oder so geflogen. Aber also auf dem Mocho, das ist so ein, so ein riesiger Felssockel im Torre Valley. An dem ist der Wind so angestanden, da hätte man ewig fliegen können. Also da hat es halt voll gesorgt. Aber da bist du nicht da geblieben, sondern hast gesagt, nee, ich muss jetzt runter. Nein, ich bin ein bisschen dort geblieben, habe ein bisschen so die Aussicht da genossen und irgendwann war es mir dann eh recht kalt, weil ich halt in meinen dünnen Handschuh geflogen bin, weil die anderen nass waren. Dann musste ich irgendwann schon zum Landen. Wie lange wärst du denn unterwegs gewesen, hättest du selber absteigen müssen? Oder wie lange haben die anderen dann noch gebraucht, um dann runterzukommen? Ja, insgesamt einen Tag. Das heißt, das, was die in einem Tag machen, hast du in 15 Minuten geschafft. Ja. Nun musstest du bei dem Aufstieg ja auch den Gleitschirm mitschleppen, das hast du ja gesagt. Was wiegt denn deine Flugausrüstung im Vergleich zu den anderen Ausrüstungen, die du bei so einem Abenteuer da mitnehmen musst? Also der Gleitschirm ist schon, also für die Range normal würde ich gar nicht so viel mitnehmen. Da würde ich, weil man dann natürlich nicht bivakiert und so, oder? Also die Route kann man sicher innerhalb von 10 Stunden auch klettern. Aber halt als Team und mit Material dauert es dann doch länger. Und dann muss man halt so den Schlafsack, Kocher, Essen, die ganze Steigeisen, Eisgeräte, die Schrauben, das Material mitnehmen. Und dann habe ich halt noch meinen Rucksack, mein Gleitschirmzeug dabei gehabt. Insgesamt habe ich aber alles in einen 45 Liter Rucksack gebracht. Also glaube ich, wenn ich es jetzt nicht, würde man sagen, insgesamt habe ich wahrscheinlich so mit Kleidung 10 Kilo Material gehabt. Ja, mit Essen und Gas und allem, aber das wird ja nach oben immer weniger. Und dann halt der Schirm, die Susi mit dem F-Light, das wiegt halt ungefähr 2 Kilo. Patagonien ist ja nun berühmt und im Grunde auch berüchtigt für seine komischen Wetterverhältnisse. Da kann das Ungeheuer schnell umschlagen, außerdem toben da ständig die Winde. Welche Chancen hast du dir denn überhaupt ausgerechnet, dass du da wirklich in die Luft kommen kannst? Also in den ganzen 1,5 Monaten, wo ich dort war, habe ich es öfters mal probiert, von kleineren Bergen zum Fliegen und bin auch zweimal geflogen. Das war beides mal die absolute Horrornummer, dass ich mir geschworen habe, ich fliege nie wieder in Patagonien. Weil wenn das in, man muss sich vorstellen, da ist immer brutal windig und jedes Tal hat seinen eigenen Wind und dann gibt's immer, wenn du rausfliegst, gibt's so richtig krasse Turbulenzen. Egal, ob du auf der Südseite oder auf der Nordseite von Chaltén fliegst. Aber da war das Wetter halt nie gut. Also da war das Wetter nie stabil, sondern es war halt einfach okay. Aber es war halt viel Wind und ich habe es halt einfach, weil mir langweilig war, habe ich halt probiert, ein bisschen zum Fliegen. Aber für das Wetterfenster vom Torre, da war mir ziemlich, nachdem ich das dann halt auf der Vorhersage gesehen habe, war mir ziemlich klar, dass wenn ich zum richtigen Zeitpunkt oben bin, durch dieses Wetterfenster, dann werde ich Chancen haben zum Fliegen. Und das war ja auch der Grund, wieso mir unter dem Gipfel und die letzte Länge unter dem Gipfel nochmal geschlafen haben, weil am Vorabend und am ganzen Nachmittag ist die Wand halt, macht wahnsinnig thermisch, ist wahnsinnig thermisch aktiv, mhm. Und es hat dann brutale Winde da oben. Das war mir aber klar, dass die wir halt beim Sonnenaufgang nicht haben. Und beim Sonnenaufgang habe ich dann übers InReach auch noch gekriegt von Rollo Garibotti, dass es nur irgendwie 3 bis 10 Knoten hat. Zwar von der falschen Richtung, aber ich habe mir gedacht, das kann trotzdem irgendwie startbar sein. Und ja, wir waren dann halt echt richtig früh oben vor dem Sonnenaufgang. Ich habe dann nur mit Sternlampe halt den Startplatz da begutachtet. Der ist nicht groß, aber der hat so ein bisschen den Wind abgeschirmt, weil in die Luftseite konnte ich nicht starten. Das war zu klein, zu stark abfallen.
Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ja, wenn der Wind in so einer Pause einigermaßen runtergeht, dann kann ich wahrscheinlich halt einfach rennend so ins Lee starten, oder? Und ja, genau, das war dann der Plan. Mhm. Beschreib mal da so die Startverhältnisse. Du warst ja nicht genau auf dem Gipfel, sondern ein bisschen tiefer, wie du gerade gesagt hast. Ja, der Gipfel, das ist ein Schneepilz, der sich jedes Jahr ändert. Und der ist Höhenmeter, vom Startplatz sind das vielleicht 3 Höhenmeter Unterschied. Nur, dass der Schneepilz ganz dort, wo der Wind raufkommt, diese Rime-Tunnels, die bilden sich, und diese Pilze, die bilden sich jährlich einfach durch die Windzirkulation, wenn der nasse Schnee da mit wirklich viel Power an die Wand geklatscht wird und dann halt sich dort verfestigt. Und eben dieses Jahr war dieses Plateau, von dem ich rausgestartet bin, das ist eigentlich jedes Jahr fast ortsstabil. Also das gibt seit 1988. Nur der kleine Gipfelpunkt, der wandert immer so ein bisschen. Aber das Plateau an sich, das ist schon echt bekannt, weil da kommt man von der anderen Route, von der South East Ridge, also von der Kompressorroute, kommt man auf dieses Gipfelfeld direkt drauf. Und drum habe ich auf vielen Aufnahmen damals schon gesehen, dass das wahrscheinlich was wird, halt daraus zum Starten. Wie viel Platz hattest du da auf dieser Eisfläche? Zum Auslegen reicht es gut, da kann man sich gut bewegen und dann habe ich bestimmt noch so 5 bis 10 Meter zum Rennen gehabt und dann wird's halt steil. Also in dem Video sieht man, wenn ich mal so, wo ich den Schirm aufziehe und dann mal renne ich ein bisschen und dann springe ich wie so rein und da taucht's halt dann so ab, da kann man auch nicht mehr rennen, da ist dann zu steil und zu eisig. Also würde ich jetzt mal sagen, aufziehen und von dort, wo man absolut fliegen muss, sind's 15 Meter. Mhm. Hattest du Lampenfieber vor dem Start? Oder warst du so konzentriert, dass Nacht, du sagst? Die ganze Nacht war ich eigentlich, habe mir überlegt, ja, fliegt es oder fliegt es nicht? Weil es war schon immer so Wind und vor allem hat es nachts dann noch Schneien angefangen. Also es war dann gar nicht so klar, aber es war dann in der Früh, war es super, wo es oben war, wo es aufgemacht hat. Und dann wollte ich eigentlich nur noch starten und ich wusste auch, im Prinzip, wenn ich ihn aufziehe, dann muss ich eh rausrennen, weil ein zweites Mal probiere ich es sicher nicht. Also wenn ihr dann Startabbruch gehabt hättet, aus irgendeinem Grund, dann wäre ich sicher nicht mehr gestartet. Der Start, wenn man das im Video sieht, der war ja auch nicht wirklich gelungen. Der Schirm, der hängt ziemlich da auf der Seite und eigentlich trägt er erst, als du wirklich in das Steile kommst. Was war genau, denn da los? Genau, ja, das ist ja das, was ich beschrieben habe. Das ist ja auch das, was viele dann so Kritik geübt haben an dem Starten. Ich sage ja auch, dass der Start nicht gut war. Weil die linke Seite, die bleibt viel tiefer und die rechte, die verbiegt's mir dann so nach an. Und das liegt aber an der Fels, das liegt an der Formation, an der Schneeformation dahinter. Der Schirm war im kompletten Lee ausgelegt. Mhm. Ich habe den so, sage ich mal, geradeaus aufgezogen und musste aber so im Bogen rausstarten, weil da habe ich länger gehabt zum Rennen. Und von der Richtung war auch der Wind kommen. Ich wollte nur den Schirm halt irgendwie schön hoch und dann in die Richtung, weil dann habe ich natürlich verliere weniger Anlaufweg. Wenn ich ihn jetzt erst hochkomme, dann fällt er irgendwie über mir drüber oder so, dann braucht es ja noch länger, bis ich dann halt den Schirm so weit beschleunigt habe, dass er halt trägt. Mhm. Und mir war schon klar, dass halt, wenn er einigermaßen über mir ist und ich springe halt rein, dann fliegt er schon. Also die Susi habe ich schon ein bisschen öfter in Lee gestartet und wenn die mal schnell genug ist und dann beladen wird, dann fliegt sie schon. Mhm. Du hast ja im Nachhinein das Video, deine Starts ja dann auch noch gesehen, nicht nur aus deiner eigenen Perspektive, sondern eben auch von, das ist ja so ein bisschen von hinten gefilmt. Anbremsen hätte ich wahrscheinlich ein bisschen früher können. Und da sieht man ja auch, der Schirm trägt es wirklich da, wo du schon im Steilen eigentlich bist und wahrscheinlich auch nicht mehr hättest abbrechen können an dieser Stelle. Nein, natürlich nicht. Was hast du denn da gedacht, so ups oder geil, dass es geklappt hat oder was hast man da für Gefühle im Nachhinein? Ich habe recht schnell gewusst, dass es ziemlich heikel war, weil ich eigentlich hätte den Schirm vielleicht erstmal ein bisschen anbremsen müssen. Das wollte ich aber natürlich nicht, weil ich eigentlich den Schirm, ich habe nicht gewusst, wie stark der Wind dann drüber wirklich ist und wenn ich dann zu stark anbremse, dann fällt er wieder drüber oder dann habe ich halt gedacht, in dem Moment war mir schon klar, das sieht auf dem Video ein bisschen flacher aus,
wie es ist. Also da sieht es so also aus, als ob das so wirklich eng geworden ist, bis ich dann so wegsteige mit dem Schirm. Das ist schon, im Original ist es schon so steil, dass ich schon gewusst habe, da hänge ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein. Das heißt, die Hoffnung war, der Schirm wird auf jeden Fall tragen. Der Schirm fliegt schon, ja. Warst du eigentlich der Erste, der von da oben runter geflogen ist? Nee, eben 1988, da haben das die Pin-Brüder schon mal probiert. Sind die von der gleichen Stelle gestartet? Gleiche Stelle, genau, eben, weil das ist ja dieses Plateau, was es da halt gibt. Die sind aber nicht, die haben die Route geklettert und dann war das Wetter zu schlecht und sind sie abgeseilt. Und dann ist das Wetter nochmal gut geworden. Und dann haben sie sich 3 Tage später oder so hoch fliegen lassen mit dem Heli und sind dann runtergeflogen. Und ich glaube, das haben noch 2 Schweizer auch mal noch gemacht. Also mit dem Heli hochfliegen lassen und dann runtergeflogen. Aber du bist jetzt der Erste dann, der wirklich hochgeklettert ist? Hochgeklettert und dann runtergeflogen. Also halt das ganz wie so Hike-and-Fly-mäßig gemacht. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte des Gleitschirmfliegens guckt, dann ist ja im Grunde das Gleitschirmfliegen auch als eine Art Abstiegshilfe am Anfang von den Bergsteigern quasi auch mit erfunden worden. Und dann hat sich das mit der Zeit, wo die Schirme auch besser wurden und sowas, zu einer Disziplin entwickelt, wo es auch viel mehr ums Fliegen und nicht um nur als Abstiegshilfe dann darum ging. Und jetzt aber so in den letzten Jahren ist erkennbar, dass man das häufiger hört, dass Bergsteiger das wirklich auch wieder verstärkt nutzen und diese neuen leichten Bergschirme dann auch wieder nutzen, um das auch als Abstiegshilfe und als Hilfsmittel für sich dann wirklich neu zu entdecken im Grunde. Woran liegt das deiner Meinung nach? Warum gibt es dieses Revival bei den Bergsteigern, dass die dann wieder sagen, ach, Gleitschirmfliegen können wir mit dazu nehmen? Generell gibt es, glaube ich, nicht nur bei den Bergsteigern, sondern generell ist halt dieses Leute gehen immer mehr raus und Hike and Fly ist eine coole Art rauszugehen, oder? Man geht wandern und fliegt irgendwo noch runter. Im Bergsteigen nehmen den Schirm schon auch immer mehr Leute mit. Aber jetzt bei schwereren Sachen wird es dann schon schwer, sowas mitzunehmen vom Gewicht her. Allerdings, wenn es halt geglückt, dann ist halt genial, weil man spart sich halt so viel Lauferei, Abseilerei und man ist halt viel schneller von dem Berg runter. Und von einem Berg herunter zu sein, ist halt einfach Wahnsinn. Und ich habe einen Streckenschirm und ich habe einen so kleinen Bergschirm, also die Susi. Und ehrlich gesagt, ja, ich bin jetzt sicher nicht kein guter Streckenpilot, aber mir macht meine Susi mehr Spaß zum Fliegen. Einfach weil das kleine F-Light, keine Rettung, den Schirm, das wiegt nichts, das zieh auf, sitz mir rein und flieg runter und kann ein bisschen rumspielen und land unten. Das ist einfach wahnsinnig, für mich ist ein wahnsinnig freies Gefühl und wahnsinnig einfache Art, einfach einen Abstieg zu gestalten, der Spaß macht. Und nicht nur einen Abstieg, sondern man kann mit so leichten Schirmen, mit der Susi zum Beispiel, die steigt ja in der thermisch auch. Also man kann auch irgendwelche Gletscher oder so überwinden, wenn man es halt richtig plant, die zum Beispiel zum Laufen zu gefährlich oder zu aufwendig sind. Hast du denn persönlich vor, künftig auch noch mehr Projekte zu machen, wo du wirklich Klettern und Bergsteigen und Klettern mit Gleitschirmfliegen verbindest? Ja, fix, da habe ich einige Projekte, also immer mehr. Weil ich mache Expeditionen und da habe ich einige Ideen, aber auch im Alpenraum, wo ich das gerne ein bisschen ausreizen würde, vielleicht einfach auch mal nochmal einen leichteren Schirm vielleicht oder einen kleineren Schirm, einfach das Packmaß runtergeht. Weil ich glaube, man kann viele, viele Sachen, viele, viele coole Sachen damit machen. Nur der Schirm wird sicher den harten Alpinismus nicht neu definieren, weil da dazu ist der Alpinismus einfach viel zu hart. Da ist das Schirmgewicht einfach viel zu schwer. Selbst der Dudek viel zu schwer. Obwohl der dann nur 1 Kilo wiegt, das wäre immer noch zu schwer. Ja, aber 1 Kilo, wenn du am Karabiner alles austauscht, die leichtesten Karabiner nimmst, nur weil er 2 Gramm weniger hat oder so, das addiert sich alles auf, dann kann ich nicht nur einen Schirm mit 1 Kilo mehr mitnehmen. Wenn ich überall sparen versuche, nur dass ich halt einfach durch das, dass ich 1 Kilo einspare, leichter und schneller mich bewegen kann, das heißt, ich bewege mich halt einfach weniger, bin weniger ausgesetzt irgendwelchen, ja, wenn es zu warm wird, Lawinen oder man ist einfach schneller, effizienter am Berg unterwegs, wenn man leichter ist. Und das ist halt das, was im schweren Alpinismus oder im harten Alpinismus einfach zählt.
Nun kommst du ja aus der Kletterei, hast da schon irre schwierige Sachen durchstiegen und solo, also wo alle Leute sagen, das ist viel zu großes Risiko, würde ich mir nie zutrauen, kann ich auch gar nicht technisch und sonstiges. Wenn du jetzt das Fliegen im Vergleich dazu nimmst, flößt dir das Fliegen in irgendeiner Weise Respekt ein oder ist jemand, der an so steilen Flächen gehangen hat, nur an Fingerkuppen, der da schon häufiger ins Seil immer auch gefallen ist und sowas, ist das etwas, wo du sagst, das Fliegen ist eigentlich ein Kindergarten dagegen? Ja, also Fliegen mit einem Schirm, mit einem A-Schirm zum Beispiel, finde ich komplett safe, weil also da kann eigentlich nicht großartig was passieren, wenn man bei okayen Bedingungen geht. So fühlt es für mich an. Fliegen flößt mir aber extremen Respekt ein, weil ich natürlich immer mehr will und vielleicht auch zu schnell zu viel will und dann in Situationen komme, die mir nicht taugen. Also da muss ich halt deutlich mehr aufpassen. Und dann finde ich Fliegen nicht mehr entspannt, wenn ich in Situationen komme, die mir halt absolut nicht taugen. Aber generell, wenn man Gleitschirmfliegen anfängt und wirklich das drauf anlegt, zum Hike and Fly machen und nur abends einen Abgleiter runter machen, das finde ich absolut, das ist wie Sportklettern. Das finde ich nicht gefährlich. Was ist für dich das Krasseste, was du mit dem Gleitschirm schon erlebt hast, wo du gesagt hast, puh, da bin ich jetzt gut durchgekommen, mit Glück? Ja, in Patagonien, wo ich mit der Susi bei schlechtem Wetter einfach probiert habe zum Fliegen. Und halt die Ultraturbulenzen gehabt hat, die klappt normal nicht, aber da habe ich einen Klapper nach dem anderen kassiert. Aber letzten Endes bist du heil gelandet. Ja, Gott sei Dank. Inwieweit gibt es eigentlich Dinge, von denen du als Gleitschirmflieger von deiner Klettererfahrung profitierst? Oder vielleicht andersherum? Also wo du sagst, da kriege ich sogar vom Gleitschirmfliegen noch was mit, was mir beim Klettern weiterhelfen könnte. Also Wetterkunde, ich schaue so brutal viel aufs Wetter und habe das auch schon von Expeditionen, mag ich das voll gern. Aber im Gleitschirmfliegen, die Art, wie man Wetter macht im Gleitschirm, also auf was man aufpassen muss oder wie detailliert die Vorhersagen sind. Nicht die Vorhersagen, sondern die Details, die man sich aus den verschiedenen Modellen raussucht, die machen Wetter auch besser fürs Bergsteigen für mich. Und schon finde ich einfach Gleitschirmfliegen schon ziemlich, ist halt ein, ja, gerade das mit dem Hike and Fly, das ist einfach, seitdem habe ich viel bessere Ausdauer, also Laufausdauer viel besser, seit ich einen Gleitschirm habe, von dem her bringt mir das sehr viel. Aber schon sind die zwei Sportarten schon extremst unterschiedlich und da ich im Gleitschirmfliegen sicher nicht gut bin, darf ich nicht denken, nur weil ich Bergsport mache und das auch in den Bergen abläuft, da auch das gleiche Niveau habe oder meine Überlegungen oder Einschätzungen so leichtfertig fällt wie im Klettern. Das ist das, wo das Gleitschirmfliegen für mich ein bisschen gefährlich ist, weil ich natürlich das aus einem anderen Blickwinkel oft sehe. Und dann aber viele Sachen halt übersehe oder einfach nicht weiß. Ist eigentlich gutes Kletterwetter auch immer gutes Gleitschirmwetter? Nee, gar nicht. Weil zum Beispiel heute war es zum Klettern super. Thermik war aber relativ schlecht eigentlich. Also eigentlich will man so recht labile Bedingungen beim Thermikfliegen und beim Klettern. Ist die Labilität, die führt recht stark oder recht oft auch zu mehr Luftfeuchtigkeit und durch das schmiert es halt, ich sage jetzt mal beim Sportklettern oder beim Sportklettern oder beim Bouldern, beim Alpinklettern oder im Alpinismus, also an hohen Bergen, da glaube ich, ist Flugwetter gleich Kletterwetter, weil es da einfach geht, dass die Winde niedrig sind, gut Wetter, keine Bewölkung oder halt nur hohe Bewölkung. Also ich glaube, umso mehr man das Wettergeschehen im Alpinismus sieht, umso eher ist es das gleiche Wetter. Genau. Wenn man aber nur auf die reinen Schwierigkeiten vom Klettern geht, also auf Sportklettern und Bouldern, dann glaube ich, sind die Tage, wo es gut fliegt, nicht die Tage, wo es gut klettert.
Also wo es gut reibt. Das heißt, für dich ist es eigentlich ein Glück, weil du sagen kannst, wunderbar, es steht für mich nicht in Konkurrenz, weil ich auch sagen kann, das gute Wetter zum Klettern, da muss ich nicht fliegen gehen, beziehungsweise wäre jetzt auch nicht... Ja doch, momentan steht es in Konkurrenz, weil ich einfach ziemlich flugabhängig bin momentan oder addicted, von dem her eigentlich jeden Tag fliegen will. Und von dem her gerade weniger Zeit, nicht weniger Zeit, ne, ich betreibe das ja als Hauptberuf, von dem her habe ich ja genügend Zeit in der Früh fliegen gehen, dann klettern gehen und dann nochmal fliegen gehen oder so. Wenn man mal nochmal ein bisschen diese Kombination sich anguckt, kennst du eigentlich den Franzosen Antoine Girard? Mhm, ja, sicher, ja. Mega beeindruckend. Der ist ja mit seinem Gleitschirm auch schon über den Broad Peak im Himalaya geflogen und sowas. Und der hat auch in den letzten Jahren auch große Projekte gemacht, wo er gesagt hat, er will auch quasi eine neue Bergsteigedisziplin begründen. Und die nennt er dann das Fly and Climb, wo er sagt, okay, ich will mit dem Gleitschirm mich wirklich zu dem Berg hinbewegen und schon Teile des Aufstiegs einfach mit dem Gleitschirm erledigen und sowas. Das ist ja genau das, was ich auch machen will. Ich will nicht mehr, ich bin vor 2 Jahren ins Choctaw Valley, ins Basecamp gelaufen, da schlappt man einfach 7 Tage hintere, weil man nicht akklimatisiert ist, weil man dauernd irgendwelche Gletscherbäche oder Gletscher traversieren muss. Das ist wahrscheinlich nicht mal, an einem guten Tag ist das wahrscheinlich nicht mal ein Tag, wo man fliegt bis dahinter. Und dann sitzt man halt im Basecamp. Mhm. Und dann kann man da versuchen zu klettern. Und mit Schirm kommt man halt definitiv auch über Gletscherabbrüche an Wände hin, die man schon halt nicht angehen kann oder die viel zu aufwendig sind, weil man einfach zu Fuß halt nicht über den Gletscherbruch kommt. Also ich glaube, da gibt es schon Potenzial für richtig coole Sachen in der Zukunft, wenn man halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ist das denn nur etwas, was dann auch wie jetzt beim Antoine dann im Himalaya interessant ist? Oder wäre das auch, gibt es auch Routen und bestimmte Zustiege in den Alpen, wo du sagst, da wäre dieser fliegende Zustieg auch noch super? Boah, es gibt auch in den Alpen. Allein wenn man an Shiraz denkt, zum Beispiel Shiraz, das ist jetzt nicht in ewiger Hatsch, aber da läuft man von der Mer de Glace, von der Bahn sicher. Ja, da muss man auch einen Tag vorher loslaufen. Weil man dann schläft man da an der Le Chaux-Hütte oder unter der Wand, dann klettert man was und dann steigt man wieder ab. Mit so einem Leichtschirm könnte ich jetzt im Prinzip Agüe-du-Midi hoch, rüberfliegen, Shiraz irgendwas klettern und von der Shiraz abends wieder runterfliegen. Mhm. Also es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial. Das ist nur ein Beispiel, weil das natürlich schon jemand gemacht hat. Es gibt nur viele andere Beispiele, wo in meinem Kopf sind, wo es sinnvoll einzusetzen ist und wo es deutlich effektiver ist. Gibt es auch in deinem Freundeskreis von Kletterern auch noch mehr Leute, die wirklich in diese Richtung denken und mehr in diese Richtung arbeiten wollen? Ja, es gibt schon definitiv in meinem Freundeskreis Leute, die stark im Alpinismus sind und die auch fliegen. Und die auch beides miteinander so kombinieren wollen? Ja. Wie siehst du deine eigene weitere Karriere im Gleitschirmfliegen? Immer nur in dieser Kombination eigentlich mit dem Alpinismus? Oder wenn du sagst, nee, ich bin auch so fluggeil auch sonst, dass du sagst, Streckenfliegen und sowas könnte mich auch mal interessieren? Oder ist das? Nee, ich will schon erst mal vernünftig fliegen lernen. Dass ich auch das, und Streckenfliegen interessiert mich wahnsinnig, weil man einfach sich wie beim Klettern in mega schöner Landschaft begegnet. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo über 2-3 Tage irgendwo hinfliegen kann, autonom dann irgendwo klettern gehen und wieder zurückfliegen, das ist jetzt, besser geht's nicht. Aber dazu muss man halt verdammt gut fliegen, weil wenn ich sehe, was wirklich gute Piloten halt an Strecke machen oder, das ist natürlich sehr beeindruckend für mich, oder? Weil das ermöglicht, du musst ja nur die Alpenkarte ausbreiten und dann geht der Spielplatz los. Du könntest ja theoretisch im Sommer an jeden Berg, an den du klettern willst, hinfliegen. Schöne Aussicht. Nun lebst du ja auch von deiner Kletterei. Ja, du hast die Sponsoren, die dich finanzieren. Ist für die das auch interessant, wenn du sagst, ich habe jetzt auch angefangen, Gleitschirm zu fliegen? Oder sagen die, nö, bleib mal lieber bei deinem Kletterleisten? Ja, meine Sponsoren, die lassen mir komplett meine Freiheiten, was ich will. Also die stehen so hinter mir, die sind happy, wenn ich meine Aktionen mache. Aber was ich mache oder wann ich das mache, da habe ich komplett Freiraum. Also für die ist es natürlich cool, die Aktion am Tore. Und die fanden es wirklich alle cool, aber die und haben das dann auch halt gepostet und gepusht.
aber für die wäre das jetzt, ob ich jetzt irgendeine andere schwere Route an einem harten Berg kletter, kommt das Gleiche raus. Aktuell ist es ja ein bisschen schwer für dich, dass du auch mit deiner Gleitschirmkarriere oder was auch immer ein bisschen weiterkommst. Wir befinden uns immer noch im Corona-Lockdown. Was heißt das eigentlich für dich als Profi-Kletterer? Musstest du schon viele Projekte für dieses Jahr da deswegen auch absagen? Und wie planst du dann sowas um? Also nach Patagonien wollte ich nur klettern und wieder halt richtig fit werden, weil nach so einer Expedition muss man halt wieder ein bisschen Kraft aufbauen. Von dem her, Moment, und dann, ob die nächsten Expeditionen jetzt zustande kommen oder nicht, das hängt natürlich von dem Corona ab. Aber ich bin recht happy, dass ich im Allgäu wohne. Hier gibt es schon genügend zu machen, auch mit Corona oder ohne Corona. Aber zum Fliegen kommst du dann ja zurzeit klarerweise nicht. Wechseln da auch für dich irgendwie täglich die Sehnsucht für die Berge oder für die Fliegerei? Auch für die nächste Kletterroute? Und ja klar, zum Streckenfliegen oder so hätte ich jetzt so Lust, weil jetzt auch einfach Thermik so gut war, oder? Also ich meine, wenn man halt jetzt auf Ausdruckkontrolle geschaut hat, das war ja mega immer. Und man kann halt jetzt nicht einfach irgendwo aufziehen und halt irgendwo hinfliegen. Da hoffe ich schon irgendwann, dass da es Lockerungen gibt, weil im Prinzip Motorradfahren, Kitesurfen, Windsurfen darf man auch. Gleitschirmfliegen darf man nicht. Wenn du jetzt einem Gleitschirmflieger, der nicht klettert, der aber sportlich gut dabei ist, wenn du den fürs Klettern begeistern wolltest, mit was würdest du ihm am ehesten locken? Das kommt ganz darauf an, ob ihm generell also Sport taugt oder ob er das Gleitschirmfliegen eher wegen der Natur macht. Wenn er es eher wegen der Natur macht, dann leichte Grate. So leichte, lange Grate in den Alpen, weil das einfach wahnsinnig geile Tage sind, so einen schönen Grat zu machen. Und ein bisschen Kletterei dabei haben, sich in super Natur zu bewegen. Wenn ihm aber die reine sportliche Herausforderung taugt, dann würde ich einfach in eine Boulderhalle gehen oder an einen Boulderfelsen und versuchen, so schwerere Züge zu machen. Weil das ein brutal athletisches, spielerischer Sport ist. Man kann das, aber gerade dieses Bergsteigen und das reine Klettern, das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Also man kann nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten, die auch komplett unterschiedliche Anforderungspotenzial haben. Wenn ich zum Beispiel Bergsteigen gehe, dann bin ich danach sicher extremst schlecht im reinen Klettern oder im reinen Mehrseillängenklettern. Wenn ich aber allerdings nur Sportklettern oder nur Bouldern gehe, dann bin ich natürlich auch extrem schlecht im reinen Alpinismus, weil das mehr auf die Ausdauer geht, mehr auf andere Sachen, auf die Planung, und das andere geht eher auf die reine Kraft und auf, ja, um seine physischen Grenzen zu verschieben. Mhm. Nun machst du ja beides und bist auch eigentlich damit bekannt. Das heißt, boah, das ist einer, der wirklich die verschiedensten Disziplinen beherrscht. Wie lange brauchst du, um von der einen quasi in die andere dich umzuschalten oder deinen Körper umzubauen oder was auch immer du da machen musst? Ja, das ist gar nicht so verkehrt gesagt mit dem Umzubauen, weil man muss natürlich schauen, dass man Muskulatur aus den Beinen irgendwie in den Oberkörper bringt und auch wieder halt flexibel, also mit Dehnen, mit Trainieren und so. Also meistens mittlerweile, je nachdem, wie schwer das jegliche Projekt ist und wie schwer das davor war oder die Zeit davor, sind es meistens zwischen 1 bis 2 Monate. Und das ist das auch, wieso ich in diesem stetigen Wechsel betreibe, dass einfach die Pause zu einer Disziplin nicht zu lang wird, weil schon wird es immer härter, wieder damit anzufangen oder vor allem dann halt auf so hohes Niveau zu kommen. Aber das ist auch das, was es für mich extremst interessant macht. Also das ist auch das, was mir dabei taugt, dieser stetige Wandel. Und trotzdem in jeder Disziplin konstant besser zu machen. Aber fürs Gleitschirmfliegen ist es egal, in welchem Status du quasi Kletter, Bergsteiger... Genau, fliegen geht immer. Ich hab auch Fliegen geht immer. Genau, ja. Okay, und wenn du jetzt deine Kletterkollegen fürs Gleitschirmfliegen begeistern musst, was erzählst du denen dann? Dass es nicht gefährlich ist und dass es Spaß macht, einfach irgendwo runter zum Fliegen und nicht runterlaufen oder abseilen muss. Oder dass man zum Beispiel beim Akklimatisieren nicht einfach in Peru auf 5.500 oder 6.000 Meter hochläuft und wieder runterläuft, sondern man kann halt länger oben bleiben und dann fliegt man halt direkt zum Café Nahua raus runter. Das sind dann 5.000 Höhenmeter Unterschied, oder? Nee, Nahua sind es 2,5, aber auch nicht schlecht.
gute Box. Hast du das schon gemacht? Nee, da habe ich noch keinen Schirm, da habe ich noch keinen Schirm gehabt. Aber das sind also Sachen, die komplett problemlos gehen und mit denen ich definitiv andere auf das Gleitschirmfliegen motivieren kann oder will. Was wäre für dich nach dem Cerro Torre nun dein nächster großer Traum, wo du sagst, da würdest du gerne beides mal miteinander kombinieren? Da gibt es viel, aber wie bei meinen Kletterprojekten, über das spreche ich nicht. Bei mir gibt es Sachen, also für mich gibt es Sachen, die, ich habe keinen Druck von meinen Sponsoren, ich will mir selber keinen Druck machen, indem ich von irgendeinem Projekt in der Öffentlichkeit rede, das ich nur in meinem Kopf habe, das ich zwar verfolgen will und wo ich hinfahre und wo ich sehr hart dafür trainiere, aber ich will nicht, dass das Projekt von jemand anderem außer meinem Partner wirklich das bekannt ist. Einfach um den Druck niedrig zu halten, ganz einfach. Okay, dann lassen wir einfach die Spannung an dieser Stelle so stehen. Fabian, ich danke dir für das Gespräch, danke für diese Einblicke in die Gedankenwelt eines gleitschirmfliegenden Kletterers oder eines kletterfliegenden Gleitschirmfliegers. Bei dir liegt ja noch der Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Klettern, aber das kann sich ja in den nächsten Jahren, so wie es klingt, immer noch weiter hin zum Fliegen noch stärker hin verlagern. Ja, ich glaube, es kann sich dahin zu verlagern, aber dass ich so gut fliege wie Kletter, ich glaube, das wird nicht mehr vorkommen. Dazu fliegen andere Leute einfach viel zu gut, wenn ich das sehe, was da gemacht wird. Wobei dann immer die Frage ist, was man als gut fliegend nimmt, ob man da nur sagt, die entsprechende Strecke, die geflogen wird oder sowas. Da ist wahrscheinlich diese technische Einstufung, die es beim Klettern gibt, auch noch anders zu sagen, ob jemand gut klettern kann oder nicht, als beim Fliegen, dass man sagt, der fliegt gut oder nicht. Ja, beim Fliegen ist einfach diese Effizienz von einem guten Pilot, die ist beeindruckend. Dafür hast du die Rieseneffizienz beim Klettern. Fabian, ich danke dir. Ja, danke. Ja. Und wünsche dir noch gutes Durchkommen in dieser Corona-Zeit. Mögest du bald wieder freier auf die Berge hinaus können und dann auch wieder herunterfliegen. Das hoffe ich für uns alle. Ja. Dann können wir mal wieder rausgehen. Das war Fabian Buhl im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Fabians Aktivitäten als Bergsteiger und Gleitschirmflieger erfahren willst, so findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Lugleits eine Reihe von weiterführenden Links. Unter anderem auch zu einem Video, das Fabians Flug vom Cerro Torre zeigt. Auf Lugleits, wie auch Soundcloud und den verschiedensten Podcast-Katalogen wie iTunes, Spotify, Google Podcast etc., kannst du bereits viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens finden. Fast alle sind zeitlos erzählt und zeigen, welche große Bandbreite an faszinierenden Persönlichkeiten und deren Stories in der Gleitschirmszene zu finden sind. Am einfachsten ist es, wenn du Podsglitz direkt in deinem Podcast-Player abonnierst. Aber vergiss nicht, wenn du auch in Zukunft noch weitere Folgen von Podsglitz hören willst, dann unterstütze doch dieses Projekt. Wie das geht, steht auf der Website von Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich danke fürs Zuhören, wie für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.